Ja, unsere Proteste gehen weiter, unbeachtet der Tatsache, dass das Gericht heute in Nizhny den Wahlbetrug annulliert hat und unsere Mandate verifiziert hat. Das ist ein Fall, wo wir betrogen wurden. Wir sind auch in mehreren Städten betrogen und wir verlangen, dass die Wahlergebnisse vom 17. November insgesamt anerkannt werden und nicht nur punktuell. Das ist eine Konzession von Milosevic, aber wir sind nicht bereit, diese einzelne Konzessionen zu akzeptieren. Wir haben eine offizielle Einladung als Koalition bekommen von Herrn Konblom nach Genf. Und diese Delegation ist jetzt in Genf und wird mit Herrn Konblom über drei Dinge sprechen. Zunächst mal die Anerkennung der Wahlergebnisse vom 17. November, was unsere Minimalforderung ist. Dann Diskussion, die Gespräche, ein Dialog zwischen Regime und Opposition in Serbien und dann die Bedingungen für die nächsten Wahlen. Das ist vor allem Unabhängigkeit Medien in Serbien. Wir sind daran interessiert, dass in Serbien Macht durch die Wahlen verloren und gewonnen wird und sind auch daran interessiert, dass in Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen Serbien zu einem Faktor der Stabilität im Balkan wird. Das kann nur dann geschehen, wenn unser Land demokratisiert wird. Naši pravnici traže pravnu mogućnost da vi zakažete skupštinu. Kršili zakon su sada vlasti i mi ne smemo da kršimo zakon ni u jednom detalju da ne bismo postali isti. Pošto smo mi razumni ljudi, pošto mi znamo da možemo sve, počite da se zakaže skupština, onda će skupština biti i zakazana i mi ćemo ući u zgradu skupštine zbog tih fotelja. Njima je zbog stanova koje su oteli za sebe svoje rođake, prijatelje, švajerke, šofere i ne znam koga više.